Normalerweise würden wir sagen, ein Ding hat Eigenschaften, die es von anderen Dingen unterscheidet und die seinen Zustand charakterisieren. Ja, in der Physik nennen wir solche Eigenschaften Messgrößen, weil da wollen wir sie nicht nur so irgendwie subjektiv auf uns wirken lassen, sondern wirklich messen, objektiv. Daher heißen sie Messgrößen oder Observable. Zumindest glauben wir das, weil es unserer Alltagserfahrung entspricht. Genau genommen bis vor ungefähr 100 Jahren und seither ist es nicht mehr so klar, denn diese Erfahrung, diese Alltagserfahrung trügt möglicherweise. Ich werde über diese beiden Aussagen, dass ein Ding einfach so Eigenschaften hat, die seinen Zustand charakterisieren und die es von anderen Dingen unterscheidet, so ein bisschen in Frage stellen. Ein Beispiel, was ich meine mit Ding und Eigenschaften. Da haben wir so ein typisches, klassisches Ding, ein Fußball. Und ich könnte zu einer bestimmten Zeit messen, wo sich der Fußball befindet und wie schnell er sich bewegt. Ja, also wo er sich befindet, das habe ich da mit seinem Koordinatenraster angedeutet. Da könnte man einfach die Zahlen angeben, hier ist er und mit dieser Geschwindigkeit bewegt er sich. Und er ist wohl unterschieden von anderen Fußbällen. Die mögen auch ganz gleich ausschauen, ganz gleich gebaut sein, aber das ist dieser konkrete Fußball. Ja, und das ist dann einfach was anderes als an alle anderen Fußbälle. In der Welt des Mikrokosmos, der Photonen sind die Teilchen des Lichts, da komme ich noch dazu, Atome und Moleküle, gilt das nicht mehr. Ja? Die Theorie, die für diesen Mikrokosmos zuständig ist und möglicherweise in bestimmten Sinn für die Welt als Ganzes, ist die Quantentheorie. Ja, die sieht die Dinge ein bisschen anders. Und um da Ihnen so ein bisschen einen Geschmack davon zu geben, zuerst mal ein kurzer Abriss, wie die wichtigsten Entwicklungen sich vollzogen haben bis heute. Ganz kurz, wir greifen jetzt mal zurück ins 17. Jahrhundert. Christian Huygens, ein niederländischer Physiker, Astronom, Mathematiker, Universalgenie, hat die Theorie aufgestellt, dass Licht ein Wellenvorgang ist. Hat da eine Strauß ausgefochten mit Newton. Es ist aber erst 150 Jahre später gelungen, die wissenschaftliche Community davon überzeugen, dass es tatsächlich so ist, durch das sogenannte Doppelspaltexperiment von Thomas Young, das im Wesentlichen so ausschaut, wie ich es skizziere. Wir haben hier eine Lichtquelle und wir haben eine Doppelspalte, also irgendwie ein Objekt, das einfach zwei feine Striche hat, wo das Licht durchgehen kann, die relativ nah beieinander sind. Und dann sehen wir auf einem Schirm dahinter nicht einfach das Abbild dieser zwei Spalten, sondern ein Streifenmuster. Und das ist ein untrügliches Zeichen davon, dass hier ein Wellenvorgang stattfindet. Eine Welle kann man sich vielleicht so ähnlich vorstellen wie Wasserwellen. Wenn ich in der Badewanne herumplansche oder auch wenn ich das Meer betrachte, da kann sozusagen der Wasserspiegel sich heben oder senken. Und da kann es jetzt unter Umständen passieren, dass da eine Welle von links kommt und eine von rechts. Und wenn die Welle, die von links kommt, jetzt haben möchte, dass sich der Wasserspiegel hebt und die Welle, die von rechts kommt, ebenfalls möchte, dass sich der Wasserspiegel hebt, dann hebt er sich umso mehr. Das würde man als eine Verstärkung bezeichnen. Ja. Es kann aber auch sein, dass von links die Welle kommt und sagt, Wasserspiegel hebt dich und gleichzeitig kommt von der anderen Seite eine, die sagt, Wasserspiegel senke dich, dann löschen die beiden einander aus. Und da haben wir so ein Muster zwischen Auslöschung, abwechselnde Streifen zwischen Auslöschung und Verstärkung. Ganz ähnlich kann man das tatsächlich auch mit Wasser machen. Wir sehen also eine Wellenwanne, die zur Verdeutlichung dieser Überlagerungsphänomene verwendet wird. Sie können das aber auch, wenn Sie in der Badewanne ganz ruhig sitzen, selber machen, indem Sie einfach mit zwei Fingern gleichzeitig ins Wasser tippen. Ja, da breiten sich zwei solche Wellen aus, jeweils von einem Punkt, die den beiden Spalten entsprechen. Und da ungefähr wäre der Schirm und da sieht man schon, da geht es ein bisschen sozusagen abwechselnd auf und ab. Maximale Intensität und minimale. So kommt dieses Streifenmuster zustande. Ja. Und die Idee, dass eine Welle von Teilwellen zustande kommen kann, die einander überlagern, die ist ganz wichtig für die Quantentheorie. So, kurz wie die Geschichte weitergegangen ist. Die eigentliche Quantentheorie fängt so, setzt es an, im Jahr 1900 an. Der Max Planck hat die Theorie aufgestellt, dass Licht und Materie
nur Energie in Form von bestimmten Energiepaketen austauschen können, die Quanten. Ja, er hat die Eigenschaften der Hohlraumstrahlung, das ist im Wesentlichen die Strahlung, die in einem Mikrowellenherd ist, thermodynamisch erklären wollen und hat das Können unter dieser Annahme. Kurz danach, 1905, hat Albert Einstein die Vermutung aufgestellt durch seine Deutung des photoelektrischen Effekts, wofür er auch den Nobelpreis bekommen hat. Einstein hat nicht den Nobelpreis für die Relativitätstheorie bekommen, sondern für das. Licht besteht einfach aus Teilchen. Ja, diese Quanten, Energiepakete bei Planck, die sind in Wirklichkeit Teilchen, die man sich gerade so gut als Teilchen vorstellen kann, wie irgendwelche anderen Teilchen. Ja, also Licht besteht aus Teilchen. Wir erleben Licht als ein kontinuierliches Phänomen, also sind es offensichtlich sehr viele Teilchen. Ja, also wenn ich da das Laserpointer anknipse oder das Licht in diesen Raum betrachte, das sind also Milliarden von Milliarden von Milliarden von Teilchen. Und diese Teilchen sind die Photonen. So, wie ist es weitergegangen? Der Niels Bohr konnte dann mit dieser Grundannahme, dass es so Energiepakete gibt, erklären, wie die Spektren von Atomen zustande kommen, insbesondere das Wasserstoffatom, also wie die Atome leuchten, wenn man sie erhitzt. Ein ganz wichtiger Punkt war dann 1924 Louis de Broglie, ein belgisch-französischer Physiker, der übrigens in seiner Dissertation, also ganz zu Beginn seiner Karriere, die Vermutung aufgestellt hat, dass Teilchen Welleneigenschaften haben. Das heißt, Wellen, Licht, das ist ja ein Wellenphänomen, besteht aus Teilchen, aber Teilchen haben Welleneigenschaften, sodass Teilchen und Wellen gar nicht wirklich zwei so ganz konträre Begriffe sind. Ja, also ein Teilchen hat da sozusagen eine Welle zugeordnet, man kann das auch Wellenfunktion nennen. Und kurz danach hat der Max Born gemeint, vielleicht ist die physikalische Interpretation dieser Welle nicht die, dass da wie beim Wasser etwas, eine wirkliche materielle Substanz bewegt wird, sondern dass es um eine Wahrscheinlichkeit geht, mit der bestimmte Möglichkeiten eintreten. Damit war die Wahrscheinlichkeitsinterpretation geboren, dass die Quantentheorie nur Aussagen über mögliche Dinge machen kann, aber nicht genau voraussagen kann, welche eintreten, aber sie kann die Wahrscheinlichkeit. Ähnlich wie beim Würfeln, bevor ich gewürfelt habe. Ja. Für das Doppelspaltexperiment würde das ungefähr so aussehen. Wir haben hier den Doppelspalt, da ist die Lichtquelle, da ist der Schirm und wir verringern jetzt die Intensität des Lichts so lange, bis man merkt, dass da nur einzelne Photonen rausschlüpfen. Das kann man tatsächlich machen, ist experimentell nicht leicht. Aber man kann das machen, sodass wirklich gezielt sozusagen nur ein Photon rauskommt, dann könnte man auf einen Kaffee gehen, dann kommt wieder ein Photon raus. Die haben also alle miteinander nichts zu tun. Und das Erstaunliche ist, hinter diesem Schirm treffen die Photonen, jedes Photon trifft irgendwo auf. Und insgesamt, wenn es genug sind, wenn es viele sind, sieht man, dass sich so ein Streifenmuster entwickelt. Ja? Wenn ein einzelnes Foto da durchfällt, sieht man die Welle nicht. Das macht einfach nur ein Punkt. Ja, eines dieser Fotonen fällt da irgendwo hin. Ja, und der Max Born sagt, na, offensichtlich spielt die Welle die Rolle einer Wahrscheinlichkeit. Wo die Welle groß ist, dort ist die Wahrscheinlichkeit groß. Die Welle ist sowas wie eine Spielregel für das Verhalten des einzelnen Teilchens. Und nur wenn da wirklich Milliarden von Milliarden solche Teilchen kommen, dann sehen wir die einzelnen Teilchen gar nicht, sondern wir sehen das kontinuierliche Welle. Also, was wir als klassische Lichtwelle bezeichnen würde, wird in der Quantentheorie gedeutet als die Auftreffwahrscheinlichkeit für das einzelne Photon. Das habe ich deshalb so ausführlich erklärt, weil ich auf das im Zusammenhang mit dem Experiment, dem Gedankenexperiment, das auch in der Ausstellung ist, die Sache mit der Bombe, noch zurückkommen werde. Alles klar? Fragen gibt es sofort. So, kurz noch die historische Entwicklung, wie es weitergegangen ist. Es gab dann in den 20er Jahren einige Leute, die Quantentheorie sozusagen mit einem soliden mathematischen Formalismus versehen haben, Axiome aufgestellt haben, wie man sie interpretieren soll und damit hat sie ihre heutige Form gegeben. Also da waren viele Leute beteiligt. Ich nenne hier nur stellvertretend Erwin Schrödinger, Heidegger, Werner Heisenberg und den John von Neumann. Dann im Zuge der nächsten Jahrzehnte ist die Quantentheorie auf
andere Bereiche als die des Lichts und der Strahlungseigenschaften von Atomen ausgedehnt worden. Der Richard Feynman hat die sogenannte Quantenelektrodynamik aufgestellt und dafür den Nobelpreis bekommen. Das ist im Wesentlichen die Teilchenphysik der Teilchen, die elektrisch und magnetisch wechselwirken, unter Berücksichtigung der Relativitätstheorie, also was damals sozusagen auch schon der State of the Art in der Physik war. Und es hat sich dann ab den 60er Jahren sozusagen die Meinung durchgesetzt, die gesamte Natur scheint quantenmechanisch oder quantentheoretisch zu funktionieren. Ja, einzige Ausnahme bis jetzt, es ist noch nicht klar, wie die Gravitation da reinpasst. Die Quantengravitation ist noch ein ungelöstes Forschungsproblem. Aber da ist man auch der Meinung, man sucht sie, man ist der Meinung, die Natur funktioniert irgendwie quantenmechanisch als Ganzes. Ja, die Quantentheorie selber ist eher eine Metatheorie oder ein Gestaltungsprinzip für Theorien. In der Regel hat man in der Physik sowas wie eine klassische Theorie, also klassisch bedeutet nicht quantenmechanisch, zum Beispiel wie die Teilchen einander anziehen, wenn sie elektrisch oder abstoßen, wenn sie elektrisch geladen sind. Und aus so einer Theorie wird dann eine Quantentheorie gemacht. Und man ist also jede Theorie außer der Gravitation, die heute sozusagen als fundamentale Theorie auch experimentell gut getestet ist, ist eine Quantentheorie. Ja, also Quantentheorie, das scheint, ist mehr als einfach nur so eine Erklärung für ein paar Phänomene im Mikrokosmos. Es scheint das ganze Universum sozusagen irgendwie so ein Quantenuniversum zu sein. Gut, letzte Station. Es hat in den letzten Jahrzehnten wieder ein erneutes Interesse an den Grundlagen der Quantentheorie gegeben. John Bell hat da einige Fragen klären können, auf die ich noch eingehen werde. Alle Aspekte, Anton Zeilinger, stellvertretend für viele, haben Experimente gemacht, um so einige Grundlagenfragen durch die Beobachtung zu klären. Insgesamt ist ein erneutes Interesse an den Grundlagen zu verzeichnen und es gibt neue technologische Anwendungen, die einfach durch technologische Entwicklung möglich geworden sind. Begriffe wie Nichtlokalität haben Sie sicher schon gehört, Quantenteleportation, Kryptographie, das Versenden von Nachrichten, Quantencomputer. Über all diese Dinge werde ich ein bisschen auch was sagen dann in so einem Zusammenhang, wo ich versuche Ihnen dann die Idee, wie das funktioniert, zu vermitteln. Ja, im Zentrum all dieser Dinge steht, ich sage es nochmal, die Überlagerung von Welten entspricht der Überlagerung von Möglichkeiten. Das ist die zentrale Idee der Quantentheorie. So, okay, da sind wir heute und das war jetzt so ein bisschen ein historischer Abriss, begonnen mit der Hypothese, dass das Licht ein Wellenvorgang ist. Und jetzt möchte ich, ja, was bedeutet das? Jetzt möchte ich sozusagen einsteigen in ein paar konkrete Situationen, wo ich Sie bitten würde, möglichst mitzudenken, beziehungsweise, wenn Sie das Gefühl haben, ich bitte, dann gleich zu sagen, halt, wie ist das gemeint, um mich gleich zu unterbrechen. Ich beginne mit einem Gedankenexperiment, das 1993 von zwei israelischen Wissenschaftlern, Elitzur und Weidmann, veröffentlicht worden ist, das heute aber kein Gedankenexperiment mehr ist. Heute kann man das ohne weiteres Experiment durchführen. Das ist in folgende Geschichte eingegangen. Stellen wir uns vor, es gäbe eine Art von Bombe, die schaut so aus, also schematisch. Ja. Ich erzähle das so, wie es da im Papier drin steht. Also ich möchte sozusagen mich jetzt dem enthalten, ob jetzt Bomben gut oder schlecht sind. Die hat so einen Kappel da oben und tatsächlich unterhalb von diesem Kappel ist ein Zünder. Und der Zünder ist dermaßen sensibel, dass die Bombe explodiert, wenn ein Photon drauf fliegt. Photon, also Teilchen des Lichts. So wie ein Lichtstrahl, könnte man sagen, da drauf fällt, explodiert die Bombe. Ja, und wir wollen uns jetzt vorstellen, in so einer Modellwelt, dass es da nur Lichtstrahlen gibt und nichts anderes. Daher muss auch dieses Kappel da drüber sein, sonst würde die Bombe ja sofort explodieren. Allerdings gibt es da auch noch einige Bomben, die von außen genauso ausschauen, nur die haben einen Fabrikationsfehler, da fehlt dieser Zünder. Die sind sozusagen defekt, die können gar nicht explodieren. Die Frage ist jetzt, gibt es Möglichkeiten von einer Bombe, die man so bekommt, festzustellen, ob sie eine scharfe Bombe ist oder nicht, ohne dass sie explodiert. Ja, festzustellen, ob sie eine scharfe Bombe ist, wenn sie explodieren darf, ist es überhaupt kein Problem. Da gebe ich dieses Kappel da runter, da
das nächste Photon kommt und wenn die Bombe explodiert, war sie scharf. Ja? Aber die Idee ist, wie kann ich scharfe Bomben sozusagen ausfinden, ohne sie zu zerstören? Das ist sozusagen mal diese Frage. Und das Interessante ist, dass das in der klassischen Welt nicht geht und in der Quantenwelt schon. Das ist mal der erste große Unterschied zwischen der klassischen und der Quantenwelt, die ich so hier skizzieren möchte. Und zwar macht man da Folgendes. Man betrachtet einen Messaufbau, der auch schon alt ist, auf den Ernst Mach zurückgeht, das Mach 10, der Interferometer. Da hat man hier eine Quelle, eine Lichtquelle, hier einen halbdurchlässigen Spiegel, das heißt, wenn hier ein Lichtstrahl oder ein Photon drauf fällt, wird sozusagen, sagen wir so, Licht, das ich mit der Taschenlampe drauf schicke, wird zur Hälfte durchgelassen, zur Hälfte reflektiert. Ja, bei einem einzelnen Photon, das wird entweder durchgelassen oder reflektiert mit der Wahrscheinlichkeitsanlage. So, hier haben wir einen Spiegel, hier haben wir einen Spiegel und hier einen halbdurchlässigen Spiegel und hier zwei Detektoren, die einfach messen können, ob da jetzt Licht reinfällt oder nicht. Die Strahlengeometrie insgesamt schaut so aus. Ja, da kommt also das rein, hier sind zwei Wege möglich, da ist die Reflexion, da ist wieder Reflexion und da ist es auch wieder möglich, dass die Teilchen sozusagen so oder so austreten und in einer der Detektoren fallen. Gut, jetzt schaltet man das Licht ein. Und interessanterweise ist es so, dass in diesem Detektor oben kein Licht fällt. Das hat mit der Quantentheorie überhaupt nichts zu tun, das hat aber damit zu tun, dass das Licht ein Wellenvorgang ist. Das ist damals schon dem Ernst Mach bekannt gewesen. Diese Überlagerung von Wellen heißt Interferenz und daher heißt auch dieses Apparat Interferometer. Ja. Der Grund dafür, warum da kein Licht drauf fällt, ist folgender. Man kann sich vorstellen, dass hier das Licht in zwei Teile geteilt wird, ja, und dann wird jeder der beiden Lichtstrahlen, die hier ankommen, wieder in zwei Teile geteilt. Ja. Sozusagen dieser Lichtstrahl in einen Teil, der nach oben, also sozusagen eine Teilwelle, die nach oben geht, und von diesem eine Teilwelle, die auch da durchgeht. Und dann eine Teilwelle, die hier gerade passiert, und eine Teilwelle, die von unten geht und reflektiert wird. Ja. Also jeweils bei einem halbdurchlässigen Spiegel findet so eine Aufspaltung statt. Und das Interessante ist, dass die beiden Teilwellen, die nach oben wollen, einander auslöschen. Da kommt gar nichts. Ja, typisches Wellenphänomen. Ich kann Ihnen das sozusagen plausibel erklären folgendermaßen. Stellen wir uns vor, die beiden Teilstrahlen, die da in den Detektor 2 gehen. Der eine ist der, der da durchgeht, wird nach links reflektiert, wird nach rechts reflektiert und geht da hinein. Der andere ist der, der ein bisschen früher nach links reflektiert wird, nach rechts reflektiert und da hineingeht. Ja. Mit den beiden passiert sozusagen jeweils dasselbe. Reflexion nach links, Reflexion nach rechts. Und insgesamt kommen sie dann in Phase an. Das heißt, die Wellen haben dasselbe Signal und sagen einfach Verstärkung. Ja. Und da bleibt dann einfach für das da oben nichts über. Weil die beiden Teilstrahlen, die hier oben in den Detektor 1 gingen, die haben ein unterschiedliches Schicksal. Der eine Teilstrahl wird einfach nach links reflektiert und der andere links, rechts, links. Und diese zwei zusätzlichen Reflexionen fügen, wenn man das genau anschaut und ausrechnet, sozusagen eine Phasenverschiebung ein, sodass hier zwei Wellen raufgehen möchten, die genau das Gegenteil behaupten. Die eine sagt größer werden, die andere sagt kleiner werden und de facto bleibt es null. Ja? Das heißt, hier ist Auslöschung, das ist sozusagen der springende Punkt für das Ganze. So, jetzt geben wir hier ein Hindernis rein. Wenn wir hier ein Hindernis reingeben, naja, dann wird hier das Licht, fällt das auf das Hindernis, dieser Strahlgang ist unterbrochen und jetzt fehlt sozusagen der eine Strahl, der von links gekommen ist. Und das Bild schaut jetzt so aus, von unten kommt der Strahl, wird hier geteilt und in beide Detektoren geht nicht. Ja, also schauen Sie nochmal auf die Detektoren. Wenn kein Hindernis da ist, dann leuchtet nur der Detektor 2. Und wenn ein Hindernis da ist, leuchten beide. Ja. So, das ist jetzt mal der Strahlengang als solches eingezeichnet. Wir können uns aber vorstellen, da das Licht eine Welle ist, da kommt so ein Wellenpaket und das macht einfach so. Ja. Also das wird aufgeteilt, Reflexion, und es
Ja, es überlagert, die Teilwände überlagern sich wieder und da kommt dann nichts raus. Wenn ein Hindernis dabei ist, dann schaut die Sache so aus. Ja? Und Sie sehen, beide Detektoren leuchten kurz auf. Jetzt. Ja? Ist es klar? So, und jetzt kommt die Quantentheorie. Die Quantentheorie postuliert, dass das in Wirklichkeit die Wahrscheinlichkeit ist dafür, dass ein einzelnes Photon diesen Weg nimmt. Man könnte auch so sagen, die Quantentheorie sagt, wenn ich ein einzelnes Photon hier durchschicke, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in den Detektor 2 fällt, 1. Es fällt mit Sicherheit in den Detektor 2. Falls aber da was dazwischen ist, Hindernis, dann fällt das Photon mit der Wahrscheinlichkeit 1,5 in den Detektor 1 und mit der Wahrscheinlichkeit 1,5 in den Detektor 2. Ja, also das ist sozusagen der Schritt in die Quantenmechanik. Die Teilwellen, die Intensitäten der Teilwellen werden als Wahrscheinlichkeit interpretiert. Sozusagen das ist der Kern der Quantentheorie. Ja. So. Von den Halben, oder? Weil die andere Hälfte, die verschiedene ins Leben. Ja. Okay, man müsste so sagen. Ja, richtig, danke. Mit der Wahrscheinlichkeit 1,5 kommt das Photon in keinen der beiden Detektoren, sondern landet hier. Von dem restlichen 1,5 bleibt noch über ein Viertel für diesen Detektor und ein Viertel für diesen Detektor. Ja, danke. Das stimmt. Das sind also jetzt drei Dinge, die passieren können. Während, wenn da kein Hindernis ist, kann nur ein Ding passieren, nämlich es geht in Detektor 2. Ja. So, und jetzt schickt man also einzelne Photonen rein und ja, das einzelne Photon geht in den Detektor 2, wenn da nichts dazwischen ist. Das wird jetzt so dargestellt. Da drinnen ist ein Fragezeichen. Die Quantentheorie deutet das so, dass da drinnen das Photon nicht wirklich einen eindeutigen Weg hat, weil für diese Auslöschung, für das Vermeiden des Detektors 1 sind sozusagen irgendwie beide Wege notwendig. Die konventionelle Deutung ist die, dass es keinen Sinn macht zu fragen, bist du oben oder unten gegangen? Ja, dass überhaupt sozusagen die Frage nach dem Weg, wie ist das Photon gegangen, keine Antwort besitzt. Das wird uns noch öfter begegnen. So, was ist, also wie gesagt, wir können da jetzt das tausendmal machen, aber es wird immer in den Detektor 2 fallen. Jetzt stellen wir ein Hindernis da hinein und schicken wieder ein Photon rein. Jetzt können drei Dinge passieren, entweder das wird auch so passieren, wenn, ja, oder das Photon fällt in Detektor 1. Ja, das ist halt jetzt ein Zufallsgenerator, der genauso, ja, oder das Photon geht. Ja, also das Programm simuliert, was man auch wirklich finden will. So, und jetzt kommt die Sache mit der Bombe. Klassisch habe ich nur eine Möglichkeit festzustellen, ob die Bombe scharf ist, nämlich ich lasse ein Foto drauf fallen. Ja? In einer Fantasiewelt, in der es nur Photonen gibt, wo man nicht irgendwelche anderen technischen Ideen haben könnte. Weil es geht ja da sozusagen um den Unterschied zwischen der klassischen und der Quantentheorie. Quantenmechanisch mache ich Folgendes. Ich habe meine Welle, ich habe meine Bombe und ich mache mal das Licht aus, und gebe dieses Verschlusskappern weg. Ja? Und jetzt nehme ich einmal zunächst an, dass wir einen Blindgänger haben. Ja? Und dann schicke ich, ja, und dann stelle ich den so rein, dass hier der Zünder, also wenn es einen Zünder gäbe, würde dieser Strahlgang unterbrochen werden. Da ist aber kein Zünder, das heißt, das Photon geht immer in den Detektor 2, weil der Weg ist ja frei. Das ist genauso, wie wenn da überhaupt keine Bombe. Das Interferometer, Auslöschung der Welle im Detektor 1. Das Interessante ist aber, wenn ich jetzt die scharfe Bombe reinstelle, da haben wir hier den Zünder und der sperrt diesen Strahlengang ab. Was kann dann passieren? Es können drei Dinge passieren. Das passiert aber auch, wenn die Bombe nicht scharf ist. Das kann auch passieren. Jetzt ist das Photon auf die Bombe gefallen und wir haben gesagt, dann explodiert sie. Ja, das. Ja, die ist jetzt auch weg. Wir brauchen etliche. Das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wie man wie Bomben man da verliert. Rufzeichen. Wir wissen, die Bombe ist scharf. Weil das Photon ist in den Detektor 1 gefallen und das kann es nur, wenn da was im Weg ist. Aber sie ist nicht explodiert.
Das ist schon erstaunlich. Ja? Also das klassisch geht es nicht. Aber quantenmechanisch ist es im Prinzip kein Problem. Ja? Also diese Bombe ist nicht explodiert. Wir wissen mit Sicherheit, die Bombe ist scharf. Das Photon kann nicht dort gewesen sein, weil sonst wäre die Bombe ja explodiert. Ja. Gut, ich lasse das mal ein bisschen so stehen da. Vielleicht kann man noch die eine Frage stellen, womit haben wir denn eigentlich hingeschaut? Es war nicht einfach Licht, weil da ist kein Licht auf die Bombe gefallen. Wenn man da die Bombe selber ist ja ein Messinstrument für Licht. Ein sehr empfindliches, wenn Licht auf die Bombe trifft, explodiert sie. Ja. Also zugespitzt könnte man sagen, wir haben hingeschaut mit der Möglichkeit, dass die Bombe explodieren hätte können. Das ist schon bemerkenswert, dass sowas gibt. Ja. Gut, okay. So, was lernen wir daraus? Ja, das eine ist also die Frage, womit haben wir da eigentlich hingeschaut, wenn doch nichts dort war. Phänomene dieser Art bezeichnet man mit dem Stichwort Nichtlokalität. Nichtlokale Phänomene kann man aufgrund der Theorie vorhersagen. Der mathematische Formalismus, der schnurrt einfach so ab. Auch wenn man so sein persönliches Problem damit hat. Interessant ist aber, dass Phänomene der Nichtlokalität dieser Art nicht der Relativitätstheorie widersprechen. Es ist damit nicht möglich, irgendeine Nachricht, ein Signal oder so mit Überlichtgeschwindigkeit, also instantan, unendlich schnell, von einer Stelle zu einer anderen zu übertragen. Was ganz Eigenartiges. Ja? Also diese Art Quantentheorie ist im besten Eingang mit der Relativitätstheorie. Und trotzdem schaut es so aus, als wäre da irgendwie eine, als wüsste, vielleicht nochmal daher zurückzukommen, als wüsste das Teilchen, sozusagen, als würde das Teilchen diesen Weg genommen haben, weil es war ja nicht bei der Bombe, aber es wüsste irgendwie von der Information, dass da entzündet ist, obwohl es da nicht dort war. Ja? Also diese rätselhafte Eigenschaft bezeichnet man also mit dem Wort Nicht-Lokalität. Ja. So, die zweite Sache, die wir lernen kann, es gibt Messgrößen, die einmal zunächst in der normalen Auslegung keinen fixen Wert haben. Also wenn es überhaupt keine Bombe gibt. Ja. Dieses Fragezeichen, das da auftaucht. Wie ich schon erwähnt habe, das wird manchmal so gedeutet, die Messgröße, W, bist du unten gegangen oder bist du oben gegangen, hat da keinen Wert. Man braucht sozusagen beide, um erklären zu können, dass der Detektor 1 verliert wird. Also die ist wirklich unscharf im Sinne von unbestimmt. Es gibt also physikalische Größen, die einfach im Prinzip, wenn man sie misst, einen Wert annehmen könnten, aber in manchen Situationen keinen Wert haben. Ja, das wäre so ähnlich, wie wenn ich sage, dieser Laserpointer hier, ist in einem Zustand, in dem er keinen wohldefinierten Ort hat. So als wäre er hier und hier und hier und hier gleichzeitig. Ja? Eigentlich was ziemlich Unerhörtes. Also schließt sich sozusagen die Frage an, wie real ist eigentlich die Realität? Kann das wirklich sein, dass da Dinge einfach unbestimmt sind? Sie kennen die Unschärfe-Relation, Heisenbergsche Unschärfe-Relation, hört man manchmal, die handelt genau von solchen Unschärfen. Und genau genommen wird sie eigentlich auch besser die Unbestimmtheitsrelation genannt. So, kurz, weil ich jetzt sozusagen eine zweite Art von Animation zeigen möchte, über Systeme, anhand von denen man diese Dinge sehr einfach studieren kann, das sind sogenannte Two-Level-Systeme oder Qubits. Systeme, die auf eine Frage nur zwei mögliche Antworten haben. Ja? Ein System, das nicht so ist, zum Beispiel dieser Laserpointer und seine Position, da brauche ich zumindest, also einige Zahlen, selbst wenn man seine Orientierung gar nicht, bräuchte ich drei Zahlen, reelle Zahlen, um anzugeben, wo ist der im Raum. Also wenn ich das messe, da kann ich je nach Genauigkeit viele Stellen hinter dem Komma haben, habe ich viele Möglichkeiten, wo es rauskommen kann. Die sogenannten Qubits sind Systeme, wo nur eine von zwei Antworten, von zwei möglichen Antworten möglich ist. Das sind einerseits Teilchen mit Polarisation, die Photonen.
Wir haben gesagt, Photonen sind die Teilchen des Lichts. Die haben noch eine Eigenschaft, auf die man zum Beispiel stößt, wenn man eine polarisierte Brille kauft oder von polarisiertem Licht die Rede ist. Man kann sich das so vorstellen, das Licht hat so eine Information über so eine Art Ausrichtung. Das ist so wie eine Querwelle. Ja? Aber es stoßt nicht, also wenn sich das Licht in dieser Richtung bewegt, dann hat es sozusagen eine Information über die Richtung normal dazu, aber über eine Richtung, boxt nicht in alle möglichen Richtungen aus. Ja, und messen kann man die mit polarisierten, mit Glas. Das deutet man so an, durch so ein Linienmuster. Wenn man also einen Polarisator hernimmt und ein Foto da drauf fliegen lässt, so gibt es zwei Möglichkeiten, dass das Photon durchkommt oder absorbiert wird. Ein Teil des Lichts wird in diesen Brillen absorbiert und das ist ja auch der Grund für alle möglichen Effekte, dass zum Beispiel das blendende Licht vom Gegenauto rausgefiltert wird oder man die Muggel beim Skifahren mal besser sieht oder so. Ja? So, der Punkt aber ist jetzt, man kann verschiedenartige Fragen stellen, je nachdem wie man den Polarisator dreht. Ja? Also hier hätte man sozusagen ein Foto, das hier durchkommt, das würde man vertikal polarisiert nennen. Man kann aber den Polarisator auch drehen und da ist es möglich, dass das Photon hier durchkommt oder nicht durchkommt, aber es sind verschiedene Fragen. Ja? Eigentlich für jede Polarisatorstellung. Das ist der Unterschied zu einem klassischen Bit. Ein klassisches Bit, das hat einfach nur eine Eigenschaft, die zwei Werte, eine kann 0 oder 1. Ja? Und da ist es ein bisschen komplizierter. Ja? Also das sind die möglichen Ausprägungen. Und dann gibt es noch andere Teilchen, mathematisch ist das äquivalent, die Teilchen mit Spin. Und so, zum Abschluss, zu dem ich langsam komme, möchte ich jetzt noch zwei technische Anwendungen kurz skizzieren, was man mit diesen Dingen machen kann. Ja, damit nicht da vielleicht der Eindruck bleibt, dass es da nur um eine Grundsatzfrage gäbe. Das eine ist die Quantenkryptographie. Das Austauschen von verschlüsselten Nachrichten, ohne dass man jetzt irgendwelche geheimen Schlüssel, Passwörter oder so herumtragen müsste. Die zwei Partner, die das wollen, die nennen wir Alice und Bob, und die wollen verschlüsselte Nachrichten austauschen. Und dazu brauchen sie zunächst einen geheimen Schlüssel. Ja? Die Buchstaben, um die es da jetzt geht, sind nur 0 und 1, wie in der Informatik üblich, wie auf jedem Computer. Und ich sage Ihnen gleich, was Sie mit dem Schlüssel machen, aber zunächst mal überlegen wir uns, wie Sie es schaffen können, dass Sie eine Abfolge von Nullen und Einsen kennen und nur Sie beide kennen, sonst niemand. Und da gibt es viele Möglichkeiten und eine ist diese. Die Alice erzeugt eine Zufallsfolge von Photonen. Sie nimmt zunächst einmal Polarisationsfilter und richtet sie beliebig aus, wobei sie vier Möglichkeiten zur Auswahl hat. Vertikal, horizontal oder so diagonal aufsteigend, diagonal absteigend. Diese Möglichkeiten hat sie und die ordnet sie sozusagen zufallsmäßig an. Und dann nimmt sie ein Photon und schickt es gegen das erste. Wenn das Photon absorbiert wird, hat es sozusagen die falsche Polarisation gehabt, sie macht es so lange, bis eines durchkommt. Das wird in der Regel jedes zweite sein. Ja? Ein Photon, das hier durchkommt, ist vertikal polarisiert und das schickt sie dem Bob. Was bekommt der Bob? Ja? Der Bob bekommt also eine Reihe von Photonen. So, der Bob weiß aber nicht, welche Polarisationsstellungen die Alice verwendet hat beim Herstellen. Der Bob nimmt jetzt irgendwelche anderen Polarisatorstellungen, die er sich ausdenkt, zufällige, ja, und schaut, was diese Photonen machen. Wenn ein Photon absorbiert wird, schreibt er hin 0 und wenn es durchgelassen wird, schreibt er hin 1. Ja? Und so macht er seine Messungen und kommt zu einer Abfolge von 0 und 1. Und jetzt schauen wir uns mal an. Hier hat der Bob zufällig dieselbe Polarisationsstellung verwendet wie die Alice. Das heißt, dieses Photon wird beim Bob sicher durchkommen. Ja? Hier auch, selbe Stellung. Hier haben sie genau eine um 90 Grad verdrehte Stellung. Das heißt, wenn für die Alice das Photon durchgekommen ist, und das ist ja, so hat sie es ja erzeugt, dann wird es von dem Polarisator von Bob geschluckt, auf jeden Fall. Das heißt, da wird auf jeden Fall 0 rauskommen. Hier passiert jetzt was Komisches. Also, komisch, nein. Hier hat die Alice einen horizontalen Polarisator verwendet und der Bob einen diagonalen. Hier ist es so,
dass für einen Bob beide Ausgänge möglich sind. 0 oder 1. Und naja, sagen wir halt mal, es wäre 1 rausgekommen. Ja? Analog, hier passen sie nicht zusammen, da wäre 0 rausgekommen und so weiter. Ja? So, und jetzt vergleichen Ellis und Bob die Polarisationsstellungen, die sie verwendet haben, öffentlich. Das können sie auch in der Zeitung schreiben. Ja? Sie vergleichen, wie ihre Polarisationsstellungen waren. Und dann weiß die Alice, dass dem Bob hier ein 1 herausgekommen ist. Sie weiß, dass dem Bob hier ein 1 herausgekommen ist, dass hier ein 0 herausgekommen ist. Nur sie weiß nicht, was hier rausgekommen ist, weil sie da eine verschiedene Stellung haben. Ja? Und das wird einfach weggelassen. Das heißt, überall dort, wo Alice und Bob nicht zufällig dieselbe oder eine zueinander orthogonale Polarisatorstellung verwendet haben, wird einfach die Zahl weggelassen. Und was dann überbleibt, die Folge 1, 1, 0, 0, 1, 1, die wissen Alice und Bob und sonst niemand. Ja? Das ist mal die Idee, zu so einem Schlüssel zu kommen, und falls Sie den Verdacht haben, dass jemand die Photonen abfängt, können Sie ein paar von diesen Bits opfern, um dann öffentlich zu checken, ob Sie dieselbe Zahl haben. Und wenn es nicht dieselbe Zahl ist, dann wissen Sie, Sie werden belauscht. Ja? So, kurz noch, was machen Sie mit diesem Schlüssel? Ja? Also, die Alice schreibt dem Bob eine Nachricht. Sie schreibt zum Beispiel, ich liebe dich, und das wird in 0 und 1 zerlegt. In 0 und 1, so wie am Computer. Ja? Also die ersten Nuller, das wäre sozusagen eine Bit-Information, die ersten 8 wären ein Byte, und wenn es heißt, irgendwas ist so und so viel Gigabyte groß, dann ist Byte genau so gemeint. Ja? So, das ist der Klartext. Jetzt nimmt sie den Schlüssel, den sie beide kennen, und addiert die beiden, wobei sie die Regel verwendet, 1 plus 1 ist 0. Ja? 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 0, und macht einfach diese Summe. Und diese Summe kann sie öffentlich übertragen. Für einen Beobachter draußen ist das eine reine Zufallsfolge, mit der er nichts anfangen kann. Ja? Und der Bob nimmt diesen Geheimtext, nimmt wieder den Schlüssel und addiert ihn wieder. Und letztendlich kriegt er dann wieder den Klartext raus. Einfach weil, also an jeder Stelle ist zweimal der Schlüssel addiert worden. Entweder es ist addiert worden 0 und nochmal 0, dann bleibt es eh gleich, oder 1 und nochmal 1, aber 1 plus 1 ist 0. Das heißt, daher kommt wieder der Klartext raus. Ja, und die Sicherheit dieses Verfahrens ist sozusagen durch die Naturgesetze gesichert und nicht durch eine Geheimhaltung zwischen Menschen. Ja, das ist die Quantenkryptographie. Noch ganz kurz, der Quantencomputer, da ist die Idee, dass man sozusagen in den Teilwellen, von denen wir da gesprochen haben, oder den Möglichkeiten, einzelne Berechnungen durchführen lässt. Ja, ein Quantencomputer ist sowas wie ein gigantischer Parallelcomputer, wo aber jede Möglichkeit eine eigene Rechnung macht. Ja, ich kann jetzt nicht mehr sehr ins Detail gehen, aber ich kann ein Beispiel sagen, wie sich eine Rechnung oder eine Aufgabe klassisch bzw. quantenmechanisch gestalten würde, wenn man sie vergleicht. Das Beispiel ist folgendes: Die Suche in einer Datenbank. Wir stellen uns eine Millionenstadt vor, also eine Stadt mit einer Million Telefonanschlüssen, und in einem Telefonbuch sind die Namen alphabetisch geordnet, und ich suche jetzt eine Nummer. Ich suche nicht einen Namen, das wäre ja leicht, ich suche die Nummer. Wie viele Ablesungen sind nötig? Klassisch ist das im Durchschnitt, wenn ich sowas oft mache, ungefähr eine halbe Million. Ja, also wenn ich das mit vielen Städten mache, dann manchmal mit früher, manchmal später, im Durchschnitt eine halbe Million, also in der Größenordnung eine Million. Wenn ich einen Quantencomputer dazu verwende, sind es ungefähr 1000 Ablösungen, also wesentlich weniger. Der Grund, also sozusagen der Hintergrund ist, klassisch braucht es ungefähr so viele, eine Million halbe. Man kann das auch mit einer Milliarde spielen oder wie auch immer. Und quantenmechanisch die Wurzel aus der Anzahl der Einträge in der Datenbank. So viele Ablösungen brauche ich dann, weil ich so viele Dinge gleichzeitig machen kann. Ja, das wäre also ein anderes Beispiel, Quantenkryptographie kann man schon implementieren, da ist die Frage, ob das irgendwie sozusagen für kommerzielle Zwecke, Banken und so weiter implementiert wird, aber technisch ist es realisiert. Quantencomputer sind noch absolut in den Kinderschuhen,
mit Quantencomputer kann man sowas machen, aber nicht mit einem Millionenstab, sondern wo man vier Eintragungen hat, oder man kann 2 plus 2 ausrechnen. Da ist es völlig unsicher, wie die Entwicklung weitergehen wird, ob man jeweils Quantencomputer wirklich machen kann, die wesentliche Rechnungen besser machen als die klassischen. Das ist ein bisschen ähnlich, erinnert mich an die Fusionstechnologie. Kommt da mal was raus oder nicht. So, die letzte Folie, das muss ich auch noch ein bisschen sagen. Wenn jetzt das ganze Universum so quantenmechanisch ist und das Ganze eine fürchterlich wichtige Rolle spielt und die Realität vielleicht nicht real ist, wieso empfinden wir die makroskopische Welt aber dann als klassisch, als nicht quantenmechanisch? Wieso hat es überhaupt so lange gebraucht, bis man die Quantenmechanik überhaupt entdeckt hat? Ja? Wieso gibt es keine sogenannten makroskopischen Superpositionen? Also etwa der Laserpointer ist hier und hier und hier gleichzeitig in einer Superposition verschwommen. Ja? Der Schrödinger hat mit seiner Katze ja, sozusagen aufzeigen wollen, wie lächerlich der Gedanke ist. Man hat eine Katze, die wird getötet durch Giftgas oder auch nicht, je nachdem, ob jetzt ein Atom zerfällt oder nicht. Und bevor man nachschaut, ob die Katze jetzt tot oder lebend ist, müsste sie in einer Überlagerung aus toter Katze und lebender Katze sein. Naja, die Antwort, die die Physik heute gibt, die mag auch unbefriedigend sein. Die ist folgendermaßen. Jedes System, das realistische, hat eine Umgebung. Zum Beispiel, in diesem Raum gibt es viele elektromagnetische Wellen, Wärmestrahlung, die von den Wänden kommen, die wir selber aussenden. Es gibt alle möglichen Teilchen, die wir nicht wahrnehmen und denen auch unser Interesse nicht gibt. Die vermessen aber in gewisser Weise alle unsere Messgrößen. Sie vermessen, wo wir sind. Ja? In dem Moment, wo man die Umgebung ignoriert, erscheint das System so, als wäre mit zahlreichen Messungen festgestellt, welche Eigenschaften es hat. Ja? Also das würde heißen, der Grund, warum die Welt klassisch ausschied, ist, weil es so viele Freiheitsgrade überhaupt gibt. Und wir immer nur einen kleinen Teil davon beobachten können, als System, dem unsere Aufmerksamkeit kommt. Ja, dieser Vorgang heißt Dekohärenz. Also die quantenmechanische Überlagerung, tote Katze plus lebende Katze, irgendwie beides gleichzeitig, das verhält sich dann effektiv so wie klassische Alternativen. So als würde ich einfach nur nicht wissen, die Katze ist entweder lebend oder tot, nur ich weiß es nicht, ich schaue nach, aber sie war vorher schon entweder lebend oder tot. Der Punkt ist der, verhält sich wie? Also auf einer Fundamentalebene ist die Katze dann tatsächlich lebend und tot gleichzeitig. Ja? Also da gibt's noch natürlich Einwände dagegen, Diskussionen und so weiter. Aber das ist sozusagen für alle praktischen Zwecke die Erklärung, warum unsere Welt so makroskopisch, klassisch, die makroskopische Welt so klassisch ausschaut. Und das kann man experimentell auch ganz gut nachvollziehen, wo sozusagen die kleine Umgebung kann man noch einigermaßen experimentell in den Griff kriegen. Also zum Beispiel, wenn man erhitzt Atome und die senden ein Photon weg. Und das kann man noch kontrollieren und kann schauen, ob es tatsächlich stimmt, dass dadurch diese Weltphänomene kleiner werden, und sie werden es genau in dem Ausmaß, in dem wir es vorhin gesehen haben. Ja? Vielleicht soll ich noch abschließend sagen, jede Messung, wo man die Quantentheorie gegen eine klassische Alternative bis jetzt versucht hat zu testen, ist so ausgegangen, dass die Quantentheorie gewonnen hat. Also die ist, ob man es mag oder nicht, ohne Konkurrenz. Und ich sage danke für die Aufmerksamkeit, die Präsentation und die Links, die ich verwendet habe, und ein bisschen, falls jemand weiterlesen möchte, ein bisschen ergänzendes Material, gibt es auf meiner Homepage.